Ist das wirklich so cool, oder? Ich glaube, am Anfang war ich nicht ganz, inzwischen schon eigentlich. Also nachdem man halt ein paar Hände gewinnt, sage ich mal, und auch sieht, die anderen kochen auch nur mit Wasser im Prinzip, kriegen auch nur zwei Karten, also jetzt fühle ich mich eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt auch Daniel Negreanu, ehrlich gesagt, glaube ich, habe ihn ein bisschen überschätzt. Also ja, also, weiß ich nicht, er spielt sich ja gut, aber bis jetzt hatte ich eigentlich gegen ihn, ja, keine Spots, wo ich mich richtig unwohl gefühlt habe oder so. Gut, ich weiß nicht, die eine Hand, die habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, wo ich dann mit König 4 drüber gehe. Ja. Klar, muss man nicht machen, es ist vollkommen klar. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich vertraue gerne auf mein Gefühl und in dem Fall, ich dachte mir, mit Aces Kings würde er, glaube ich, weniger drei Betten ändern. Und ich denke mir mit, weiß nicht, Tens, Jacks, glaube ich nicht mal, dass er callt, weil es ihm doch, glaube ich, ziemlich weh tut. Ich habe ja doch, weiß nicht, 1-4 da gehabt und er, weiß nicht, 2 oder so. Mhm. Okay, gut, er hätte noch 600 behind, ich weiß nicht. Aber ich denke mal, er gibt mir da sowas wie Ace King oder so, da sieht es auch ein bisschen aus, würde ich sagen. Wenn ich gleich drüber gehe, Aces Kings gibt er wahrscheinlich nicht, aber ich denke mal, er gibt mir so Ace King und ich glaube, flippen will er dann nicht. Also wenn er Aces Kings hat, gut, nice play, kann ich nichts machen. Habe ich auch noch Ort. Also Kings weniger. Ja, nee, also die Hand war natürlich, ja, weiß ich. Aber das war für mich noch die beste Variante, wenn die folgen wollte ich nicht. Flatten in Position, ja, aber hat geklappt. Wie hat das Spiel angeregt? Eigentlich eher tight, aber gut, so ab und zu klaue ich auch mal eben diese Connectors, wenn ich sie halt kriege. Am Anfang hatte ich überhaupt keine Hände, wie 2-9, 10-2, 9-3 und so ein Spaß. Mhm. Dann einmal hatte ich Queens, Daniel einmal gedreibettet aus dem Big Blind. Gut, hat er leider dann gefoldet, ja. Ich dachte mir vielleicht, dass er denkt, ich mache da einen Move oder so. Habe natürlich gehofft, dass er da vielleicht irgendwas macht, aber gut. Ja, und sonst, jetzt mit Ace 5, einmal halt vom Button geraced, Big Blind zahlt, Flop kommt Ass 6-3, gut, Standard Conti Bet, er called, dann kommt noch ein Ass, so, jetzt bin ich schon überlegen, ob ich halt, ich weiß nicht, ich gebe ihm eigentlich nicht wirklich ein Ass, ich denke mir eigentlich eher, dass er vielleicht irgendein Pocket dazwischen hat oder so. Weißt du, was er gehabt hat? Ja, Dreier. Set 3, ja. Ja, hat gleich das Set getroffen, ja, das ist natürlich schön für ihn. Ich habe mir schon überlegt, ob ich einen Turn checken soll, um halt ein bisschen dann schwächer zu wirken. Aber ich dachte mir, wenn ich eigentlich nochmal Feuer gibt, mir das Ass vielleicht noch weniger eigentlich, weil ich eben im Ass vielleicht oft hinterher check. Dann, er denkt ja auch mit, denke ich. Und dann am River die 6 immer, gut, die gibt mir halt dann Selbstvertrauen. Weil ich meine, ich hatte dann wirklich Angst, dass er vielleicht, als er nochmal callt, dass er vielleicht doch das Ass mit, weiß nicht, vielleicht Ass 7 oder so ein Spaß, wo halt sich auch nicht für den Kicker nicht ganz. Du hast relativ wenig angespielt doch. Am Turn dann? Am River, glaube ich, war das. Am River habe ich viel an. Also, nee, ja, was heißt viel? Also, ich habe. Preflop 47 gemacht, Standard mache ich immer. Am Flop 57, also ja, und dann halber Pot circa, dann 97. Okay, ja. Also ja, nicht wirklich klein, aber gut. Und am River 227, also eher ein bisschen größer. 214? 224. 24. Ich bin sicher, also. Du wirst es besser wissen, ne? Ja, ja, nee, und gut, und er callt halt und sagt halt sick und dann gut, dann war es eigentlich klar, dass er wahrscheinlich die Dreier hat, dann stimmt er scheinbar auch. Warum die 47 Standard? Ich weiß nicht, ich finde, man sollte da bei einer Race-Size bleiben, also ich meine, weiß nicht, 44, was macht glaube ich der Daniel immer, finde ich eher ein bisschen zu klein, also weiß nicht, ja, es kommt auch an, er ist sich wahrscheinlich auch mit dem Post-Flop-Spiel eher sicherer, deswegen kann er kleinere Races machen, ich weiß nicht, ich habe es ungern. Der versteht uns eh nicht. Ja, nein, also ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so begeistert, wie er mich dann immer, vor allem, wenn er einfach direkt in Position auf mich sitzt, wenn er dann dauernd flattet oder so, weil ich so kleine Races mache und ihm da gute Orts gibt, dauernd, das finde ich nicht so schön und so gesehen, 47 finde ich eine gute Sache. Und jetzt willst du das gewinnen? Ja, natürlich, das wollte ich eigentlich. Von Anfang an oder war das Ziel am Anfang? Zuerst einmal, okay, ins Geld kommen oder mal sehen? Nee, also eigentlich. Ja, wobei, es ist schon so, ich habe jetzt bis jetzt mein, weiß nicht, mein fünftes Live-Event, sag ich mal. Und ich habe eigentlich wirklich noch nie was wirklich gerissen. Und so gesehen wäre ein Cash schon mal schön gewesen. Aber ich hätte jetzt, also, ich weiß nicht, also richtig auf der Bubble hätte ich da jetzt auch nicht. Also, ich würde sicher nicht Queens holen oder so ein Spaß. Also, mein Gott, wenn er mich rausfliegt, habe ich Pech gehabt. Also ich spiele eigentlich schon auf Sieg in der Regel. Also, ja. Ja. Dann reden wir dann am Finaltisch weiter. Ja, bin ich ja fast. Danke dir. Ja, das war's Finaltisch. Oh.